Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Heute eine ganz, ganz normale Bad Wars. Oder auch nicht, denn wir spielen mit dem 6-9 Texture Pack. Ihr fragt euch jetzt so, Ryan, ist dieses TP cool oder was? Und ich habe absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir gucken uns das Ganze mal an. Mir wurde dieses TP, ich glaube, auf RP24 vor einer Woche oder anderthalb Wochen empfohlen. Ich habe es gedownloadet und nie getestet. Deswegen gucken wir uns das heute mal zusammen an. Wir gehen ja schon mal in Solo Bad Wars, wo absolut keiner drin ist. Das kann also was werden, Freunde. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer ist 6-9? Falls ihr das nicht wisst, für die erkläre ich das ganz kurz. 6ix9ine ist ein amerikanischer Rapper, der vor kurzem ins Gefängnis gekommen ist, vor ungefähr einem Jahr, Freunde. Und dann eigentlich ganz, ganz viele Jahre im Gefängnis bleiben sollte, aber weil er alle seine Gangmitglieder verraten hat, ist er jetzt schon wieder draußen, nach einem Jahr. Das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ja, also ich kenne nur ein paar von seinen Liedern. Ich weiß, er war im Gefängnis, ist jetzt wieder draußen und jetzt haben wir auf einmal einen 6ix9ine Texture Pack, warum auch immer. Bronze sieht aber schon mal ganz cool aus. Ja, ich glaube, dass das TP auch ganz nice ist. Ich weiß noch nicht, was das mit 6ix9ine zu tun hat, genau. Wahrscheinlich ist einfach der Better Boss Sound sein neuer Song, oder? Weil er doch vor kurzem dann einen neuen Song rausgehauen. Ich glaube, es ist schon fast zwei Wochen her inzwischen wieder, oder? Ich glaube, wenn ich das gerade aufnehme, das Video sind es 10 Tage oder so. Genau, der neuen Song rausgehauen, der richtig abgegangen ist auf YouTube. Vielleicht kennen ja ein paar von euch den Song, vielleicht auch nicht. Ich denke, oh, da bin ich runtergefallen. Ich denke, die Leute, die den Song nicht können, die werden ihn nicht kennen. Die werden ihn jetzt gleich hören bei dem Bettabbau-Sound, falls ich es schaffen sollte, ein Bett abzubauen. Vielleicht verkacke ich auch komplett in Bad Wars und wir hören nie den Bettabbau-Sound, weil ich immer gegen den ersten Gegner sterbe. Das wäre nicht so cool, Freunde. Pickaxe und Knockback-Stick sehen aber schon mal ganz cool aus. Das, ach nee, bitte lass mich nicht direkt sterben, Junge. Ah, gib mir ein Schwert. Okay, so. Zack. Wo ist der Typ hin? Der chillt ja immer noch. Als ob der Bettabbau-Sound normal ist. Was hat dieses Texture-Pack mit 6ix9ine zu tun? All das und viel mehr erfahren wir hoffentlich heute noch. Ich habe absolut keine Ahnung. Als ob das jetzt einfach nur 6ix9ine Texture-Pack heißt, aber nicht mal der Bettabbau-Dingens ein Song von ihm ist. Das ist jetzt ein Joke, oder? Seht ihr hier? 6ix9ine bei Julius mit dem Cover vom neuen Song. Aber hier passiert, hier hat nichts mit dem neuen Song zu tun, oder? Oder irgendwelche Kill-Sounds oder Kampf-Sounds oder so. Das wäre noch lustig. Als ob er mich jetzt beefen will, Junge. Nicht mit mir. Okay? So, ach komm, zack. Das dauert mir jetzt zu lange. Let's go. Schön aggressiv ran hier. Bam, Block Safe. Der Boy ist runtergeflogen. Und dann killen wir den auch direkt. Aber es hat einfach wirklich nichts mit 6ix9ine zu tun gerade. Wo ist denn jetzt mein super Titel? 6ix9ine Texture Pack. Kann ich das Ganze ja gar nicht nennen, oder? So, zack. Was, wenn ich ihn komplett kille? Auch kein 6ix9ine Sound. Alles klar. Aber das TP an sich sieht cool aus. Also ich verlinke es euch mal in der Beschreibung. Wir haben hier einfach Sprite als Dingens. Keine Ahnung wieso. Ich weiß nicht, ob das irgendwas, ob 6ix9ine Sprite-Fan ist oder ob das einfach random Sprite ist. Ich habe absolut keine Ahnung, Freunde. Wie sieht die Enderperle aus? Die sieht auch ganz nice aus. Also ich muss sagen, das TP ist geil. Nur, ja, fehlt mir da ein bisschen der Bezug, wie gesagt, ne? Egal. Daraufhin erstmal noch ein bisschen Sprite. Ah, ich kann gar keine Sprite trinken. Ich bin schon full. Ich dachte, mein Charakter hier hat noch ein bisschen Hunger. Och nee. Mein Bett ist ja auch weg. Lol, gar nicht. Wo hat er mich gehittet? Wisst ihr noch, wie ich vorhin meinte, das wird ein richtig heftiges Video, weil wir mit dem 6ix9ine Texture Pack spielen. Ich nehme alles zurück, es ist doch ein normales Bad Wars Video geworden, Freunde. Nur, also wir spielen mit dem 6ix9ine Texture Pack, aber es ist im Prinzip nur Bad Wars mit einem anderen TP. Aber mit einem coolen TP, muss man dafür sagen. Also immerhin etwas. Das Bett ist auch noch lila, also besser geht's nicht, ne? Ich sehe hier null Bezug. Vielleicht bin ich auch gerade dumm, im Inventar ist auch nichts. Wenn ihr irgendwie Bezug zu 6ix9ine findet in dem Texture Pack, bitte schreibt mir in die Kommentare, was der Bezug ist, weil ich verstehe es gerade wirklich gar nicht. Es ist einfach nur, hat er einfach nur sich so gedacht, yo, das ist gerade ein Thema, was trendet, deswegen nenne ich das so, oder zack, Bett ist weg und ich bin tot, oder was ist da genau passiert, weil das ist ja auch nicht extrem bunt, so 6ix9ine ist ja auch dafür bekannt ein bisschen, dass er da seine heftigen Regenbogenhaare hat, aber da ist hier ja auch nichts von, also ist ja kein Rainbow Pack oder sonst was, ne, es ist ein ganz normales TP, so, der Typ kommt jetzt bestimmt hier rüber, komm schon, lass mich nicht direkt verlieren hier, komm schon, Mate, jawohl, schon mal einen Free-Hit bekommen hier. Ich hole mal ganz kurz Cobweb, so, dann kann er gerne hier runterkommen und versuchen, mein Bett abzubauen. Wenn er da gerade noch chillt, hole ich mir auch nochmal Blöcke, so, und, ah, da wollte er doch jetzt kommen hier, nee, ich habe auch keine Pickaxe, ne, ist das Problem ein bisschen. Ich gehe nochmal zurück, ich nehme nochmal Bronze mit, ah, jetzt kommt er wieder runter, jetzt renne ich wieder zu ihm hin, dann geht er wieder, oh, so, Pickaxe, zack, jetzt kommt er wieder, die ganze Zeit das Gleiche, ich gehe weg. Und dann kommt er runter. Ich laufe wieder zu ihm und er geht instant wieder hoch. Da gucke ich das an. Jetzt geht er wieder nach oben. Oh, Free-Hit nochmal. Komm schon, jetzt aber. Da, noch ein Free-Hit, oder? Ja, zack. Und ich habe erst One-Hit, oder? Wenn ich ihn jetzt bekomme, ist er auch komplett down. Zack. Okay, der braucht doch noch einen Hit.
Zack. Bam, Junge, Cobweb-Safe und er ist, glaube ich, runtergefallen. Ich habe nicht mal den Kill bekommen. Egal, ich würde sagen, daraufhin gönnen wir uns erstmal noch eine leckere Sprite. Okay, so muss es sein. Und ein paar Blöcke nehmen wir noch mit. Und dann baue ich mich vielleicht sogar in die Mitte. Ja, doch, das machen wir einfach mal. Holen wir uns ein bisschen Gold, ne? Wenn das TP schon nicht komplett bunt ist, dann müssen wir ein bisschen selber für die Farbenfroheit sorgen hier. Und Gold ist ja bekanntlich, ja, Gold und eine Farbe. Alles klar, ich weiß nicht, was ich da erzähle. Ja, ich glaube, ich habe nicht genug Blöcke, oder? Warte, habe ich wirklich diese 19 Blöcke oder ist das ein Bug? Ne, die habe ich eher. Dann sollte das eventuell doch reichen, oder? Wenn ich jetzt so mache, komme ich hier wieder hoch, Leute? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich versuche es einfach mal. Ich habe das Gefühl, es wird nicht reichen an Blöcken und ich bin umsonst hier runtergesprungen. Aber wir testen es einfach mal. So schön das Flammengold mitnehmen und da baut sich jemand zu mir. Ah, das ist jetzt gar nicht geil, Leute. Vor allem, weil ich noch nicht wieder voll regeneriert bin. Ah, der ist runtergefallen. Dann ist es doch ganz gut. Und die Blöcke reichen sogar. Yo, sogar mega gut, Leute. Ryan, das Mathe-Genie oder was ist da los? Let's go. Vor allem 16... Ich bin schon Top 3. Die Runde geht... Oh, die Blöcke habe ich gar nicht beachtet die ganze Zeit. Die sehen eigentlich ganz cool aus, ne? So, wir sind schon in den Top 3. Das heißt, wir können jetzt mal so machen. Uns noch eine Enderperle gönnen hier. Und dann einfach... Wobei, ich packe die mal da drauf. So, und dann können wir uns einfach direkt weiterbauen. Was mit ihm? Der ist schon komplett raus, oder was? Hey, ist noch jemand? Ah, yo, nur noch Team Pink. Wo habe ich denn Team Pink? Ich glaube, da hinten, oder? Wenn ich... Ah, verdammt, der ist so weit weg. Erstmal noch einen Spray trinken. Okay, ich habe noch... Kann ich noch nicht. Ist der da? Ist das Team Pink? Das sieht komplett aus wie Team Rot, oder ist das, nee, das ist, glaube ich, Team Rot. Hä? Hä? Ah, der hat einen Base-Teleporter genutzt, oder was? Okay, 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 aber der scheint hier vorne zu sein, Freunde. Ich baue mich einfach in die Richtung. Ich habe eine Enderperle und dann kann ich mich da mal noch rüberperlen, würde ich sagen. Und jetzt kann ich aber eine Sprite trinken. Perfekt. Mit den super Essensgeräuschen dabei. Hauptsache, ich falle jetzt nicht beim Bauen runter. Das wäre ein bisschen unangenehm. Aber eigentlich müssen wir den jetzt easy bekommen, oder nicht? So, zack, zack. Noch ein bisschen fast bridgen. Bam. Okay, jetzt nicht mehr fast bridgen, weil ich am... Wobei, wir machen es doch mal so. Lol, er ist runtergefallen. Ja gut, dann würde ich sagen, zack, Enderperle. So, wir haben die Runde gewonnen, Freunde. Bett ist abgebaut, Typ ist gekillt und neue Runde, Freunde. GG, wir haben gewonnen. Ist er wohl sauer, weil ich mit Gold gespielt habe? Nee, er hat GG geschrieben. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass die mich dann beleidigen. Wobei, es kann mir eigentlich auch egal sein, ob die mich beleidigen oder nicht, denn ich bin ja jetzt ein krasser Gangster-Rapper mit diesem Texture-Pack. Wo wir bei Raps sind, kennt ihr eigentlich meinen Song, Leute? Kennt wer von euch den Song von Big Schoko Swagger Cash? So, ich habe ja mal die Challenge gemacht. So, ich habe ja einen Real-Life-Kanal, den kennt vielleicht viele von euch auch gar nicht. Da habe ich mal die Challenge gemacht, dass ich innerhalb von 24 Stunden meinen ersten Rap-Song machen musste. Da habe ich den Beat komplett selber gemacht, den Text selber geschrieben, das Ganze selber abgemischt, ein Musikvideo aufgenommen und am gleichen Tag halt geschnitten und dann hochgeladen. Also alles in 24 Stunden gemacht. Den Song gibt es auch auf Spotify und alles. Ist eigentlich ein ganz lustiger Song geworden. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch den in der Beschreibung, aber vergesse ich wahrscheinlich sowieso, weil wieso spreche ich das Thema überhaupt im Minecraft-Video an hier? Deswegen wahrscheinlich vergesse ich das bis dann. Aber ja, es ist ganz cool. Der Song ist, glaube ich, gar nicht mal auch, ist nicht komplett Kacke geworden, würde ich sagen. Kann man sich auf jeden Fall anhören vielleicht. Ist zwar mehr ein Joke-Song, das Musikvideo ist, glaube ich, auch ganz lustig geworden, aber kann man sich geben. So, genug Werbung. Hier war einfach niemand. Soll ich wieder in die Mitte gehen einfach? Ich mache das jetzt, oder? Wenn ich das nicht mache, macht das gleich wer anders und der holt sich einen Bogen. Von daher, let's go, Leute. Habe ich genug Blöcke, ist die Frage jetzt. Ich glaube, ich gehe immer mit zu wenig Blöcken hier hin, weil das wird ganz klar. Ich habe ein Stack. Und ich bin sehr weit oben. Das heißt, wahrscheinlich habe ich nicht genug Blöcke, um wieder... Mir fehlen wahrscheinlich so 10 Blöcke gleich oder sowas. Warte, baut sich jemand zu mir? Ah, der eine fängt jetzt an, sich zu mir zu bauen. Das heißt, wahrscheinlich... Ja, die Blöcke reichen, glaube ich, auch. Na, reichen die? 6 Blöcke? 5 Blöcke? Aber ich glaube, die reichen. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt gerade sehr riskant hier. Vor allem wird der andere sich jetzt ganz entspannt zu mir bauen und wahrscheinlich mein Bett abbauen. So, warte mal, ich muss es jetzt smart machen. Ich habe noch 5 Blöcke. Wenn ich da einen place, zack, dann kann ich mit Jump and Run da drauf, dann kann ich hier drauf, dann habe ich noch 3 Blöcke, so, zack, zack. Und jawohl, sogar ein Block übrig, Freunde, das war mal wieder perfekt ausgerechnet hier. Ich weiß nicht, wieso ich nicht Mathe-LK in der Schule hatte damals. Anscheinend bin ich ja mega gut darin. So, dann würde ich sagen, gönnen wir uns wieder ein gutes Schwert, so, und der andere baut sich jetzt wahrscheinlich, ja, der baut sich weiter rüber. Ich hole mir nochmal ein bisschen, zack, Blöcke. Und nochmal eine gute Sprite, Freunde. So, oder ein bisschen, so, zack, noch ein bisschen Sprite. Bisschen Sprite trinken direkt hier. Der Typ ist gleich bei mir. Dann noch eine Kiste kaufen. Zack, die Kiste hier placen. Mein Gold und alles da drin. Saven. Und, oh, er hat mein Bett jetzt auf jeden Fall, oder? Hä, wo ist er hin? Bin ich dumm? Hat er mein Bett? Hä? Ist er nicht gerade aufgekommen? Ah, der ist da unten noch. Okay, Bett ist eingebaut. So, da unten chillt der Boy. Und dann ist er auch schon weg. Und dann gehe ich jetzt zu ihm rüber. Auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass er jetzt einen Weg hier rüber gebaut hat, dass ich einfach ganz entspannt zu ihm rennen kann. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich bringe ihm aber eine Sprite mit, ne? Dann können wir darauf anstoßen. Ah, der ist sogar von da hinten, hat er sich hier rüber gebaut. Rennt er jetzt wohl zu mir durch? Will er einen Bettentausch machen? Oder springt er auf mich? Oh, der springt auf mich drauf. Oh, was?
Was? Junge, wie viel Knockback habe ich denn da bekommen? Ich wollte ein bisschen rumtrollen, ich wollte da stehen, ihm eine Sprite droppen und sowas, aber es hat jetzt einfach nicht funktioniert. So noch ein Schwert kaufen. Zack, und dann... Ah, der ist jetzt gleich... Mein Bett wird weg sein jetzt, denke ich mal. Ja, mein Bett ist auf jeden Fall weg. Aber kann er mich jetzt killen, ist die Frage, weil ich habe Cobweb. Bam, der ist down. Es leben halt auch nur noch zwei andere. Crown ist sogar mit in der Runde hier. Junge, Grüße gehen raus. Vor allem, ich habe Nachtjoin, glaube ich, aus. Ich glaube, der ist zufällig mit drin. Oh, der hat sogar das Bett von Team Rot jetzt abgebaut. Junge, Ehrenmann, perfekt. Dann kann ich da ja... Warte, ich brauche noch eine Sprite. Ich gehe garantiert nicht ohne Sprite aus meiner Base. Aber die leben beide sogar noch, ne? Irgendeiner von denen hat auch einen Base-Teleporter gerade genutzt. Ich weiß nicht, wer das war. Wahrscheinlich Team Rot. Ja, ich denke mal, Team Blau ist durchgerannt und hat jetzt einen Base-Teleporter genutzt für... was laber ich, Alter? Ich glaube, Team Rot ist durchgerannt zu Blau und deswegen hat Blau einen Base-Teleporter genutzt, um seine Base zu verteidigen. Nehme ich jetzt einfach mal an, weil ich sehe gerade gar keinen von den beiden. Da hinten war irgendwo gerade Team Rot, aber wo? Ah, da hinten sind die beiden. Okay, die sind so weit weg. Ich wünschte, ich hätte noch eine Enderperle oder so. Ich könnte natürlich jetzt nochmal zurückgehen in die Mitte, mir eine safe Enderperle holen und sowas und dann easy die Runde gewinnen. Aber wir versuchen es mal so. Ich habe ja schon... Oh, da ist jemand runtergefallen. War das Team Rot oder Team Blau, ist die Frage. Annick, please, schreibt der. Komm, machen wir mal. Ich entnicke mich und dann schreibe ich... Hi, bin Fan rein. Wusste er, dass ich das bin? Eventuell schon, weil ich habe ja, wir sind ja befreundet auf dem Gommes-Server. Ich nehme da ja alle an und es kann sein, dass er deswegen auch in Bad Wars gegangen ist einfach. Jetzt frage ich nach YouTubers Zuschauer. Das nehme ich tatsächlich gleich erst auch, aber das geht vor diesem Video online. So, ist um 18:30. Das ist gleich direkt nach der Aufnahme hier. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, bevor YouTubers Zuschauer startet, deswegen dachte ich, starte ich nochmal ganz kurz eine Aufnahme hier, Leute. Ich habe Angst, dass er mich killt jetzt. Er darf mich nicht runterkicken. Er hat sogar noch ein Bett, ne? Oh, oh. Warte, was mache ich hier? Er hat noch ein Bett, Freunde. Oh oh. Oh oh, Leute. Oh oh. Schnell eine Sprite trinken hier und ich renne mal ein Stück zurück. Ich muss noch regenerieren, Leute. Ich chill hier einfach mal ganz kurz. Und. Ah, jetzt will er mich spleefen, ne? Zack. Lass mich hier nicht spleefen, Junge. Bam. Ah, noch ein Freehead. Ah, zack. Komm schon, noch ein. Der müsste jetzt down sein, oder? Okay, perfekt. Und jetzt kann ich da hoffentlich durchrennen. Oh, das war echt knapp, Alter. Ich hatte schon einen leichten Herzinfarkt hier und dachte, ich sterbe. Er schreibt rein Hex. Ja, ich hacke jetzt, Leute. Ich bin's, Ryan X Hacker. Warte, schnell hochbauen, dass er mich nicht... Nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich dachte, er kann mich da noch nicht hitten. Da, flieg ganz schnell weg. Vielleicht kann ich mich noch saven. Nein, ich hab's ruiniert, ich hab's ruiniert. Bau das ab, bau das ab. Nein, er hat den Block abgebaut, mit dem ich mich hätte saven können. Ha, ha, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, Leute. Hier bin ich safe, hier bin ich safe. Nein! Ich wollte gerade neue Blöcke placen und hat er das schon abgebaut. Oh Mann, Alter, GG. Egal, wir haben eine Runde gewonnen, eine Runde verloren, nur der zweite Platz. Wäre der 6-9 TP besser gewesen, dann hätte ich auch die zweite Runde gewonnen, aber da kann ich nichts für. Das liegt am Texture Pack eindeutig. Nicht daran, dass ich komplette Kacke gespielt habe und das mit dem Cobweb irgendwie nicht hinbekommen habe. Nein, nein. Niemals den Fehler bei sich selber suchen, habe ich gelernt. Nein, Quatsch. Freunde, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Texture Pack ist, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt, falls ihr das irgendwie testen wollt oder so. Ist an sich ein ganz cooles TP. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.